Hallihallo, liebe YouTuber. Ich melde mich zurück mit meiner neuen Rubrik, den Free Games. In dieser Rubrik möchte ich euch einige Spiele zeigen, die ihr euch im Internet umsonst runterladen könnt und die eine Menge Spaß machen. Anfangen tue ich mit dem Spiel N. N ist ein Jump'n'Run, welches mit vielen Levels daherkommt. Es verspricht also eine lange Zeit Spaß zu machen. Einen ersten Eindruck des Spiels könnt ihr euch schon im Menü machen, wo im Hintergrund eine Demo läuft. Das Spiel N hat sogar eine kleine Story. Dies ist aber eher nebensächlich. Außerdem gibt es bei N eine Highscore-Tabelle. Damit könnt ihr alle Levels, die ihr schon geschafft habt, noch einmal anwählen, um eure Punkte zu verbessern. Auch könnt ihr eure Steuerung konfigurieren, sodass jeder mit seiner beliebigen Steuerung Spaß haben kann. Wir richten jetzt unser Augenmerk, ich sag mal, auf den Story-Modus des Spiels, wo ihr ganz viele verschiedene Levels zur Auswahl habt, die in jeweils 5er Blöcken zusammengefasst sind. Und alles, was ihr hier seht, sind in Wirklichkeit 5 aufeinanderfolgende Levels. Kommen wir zum Gameplay. Ihr spielt in N ein kleines Strichmännchen, welches innerhalb eines bestimmten Zeitlimits, das sich am oberen Ende des Bildschirmrandes befindet, in ein Ziel kommen muss. Das Ziel ist eine Tür, die ihr aber erstmal öffnen müsst, und dafür braucht ihr einen Schlüssel. Dieser befindet sich jetzt gerade im Bild oben links, dieses kleine blaue Ding. Die Zeit nicht auslaufen zu lassen, benötigt ihr diese gelben Punkte. Dadurch füllt sich die Zeit wieder etwas auf. Habt ihr nun den Schlüssel eingesammelt, öffnet sich die Tür und ihr müsst dort hineingehen, um ins nächste Level zu kommen. Auf eurem Weg erwarten euch allerhand Gefahren, wie zum Beispiel Drohnen, die einem bestimmten Bewegungsmuster folgen und den ihr ausweichen solltet, da sie euch bei Berührung töten werden. Fast so wie die Suchtdrohnen. Diese werden euch aber bei Sichtung verfolgen. Dann gibt es noch die Slider, die euch am Boden jagen werden. Laserdrohnen, die euch den Weg für einige Momente versperren können. Gatling-Drohnen, die ich mit Maschinengewehrsalven verschießen werden. Sowie Blöcke, die bei Sichtung auf euch zukommen werden. Dann gibt es dann noch die Minen, welche bei Berührung explodieren. Ein zielgesteuerten Laser. Sowie ferngesteuerte Raketen, die verfolgen. Vergesst über diese Gefahren hinaus nicht den Fallschaden. Manchmal müsst ihr, um ins Ziel zu kommen, auch kleinere Türen öffnen. Dazu sammelt ihr kleine Schlüssel ein. Diese öffnen dann die Türen oder lassen eine kleine Plattform erscheinen, die ihr dann benutzen könnt, um ins große Ziel zu kommen. Falls ihr Lust auf M bekommen habt, probiert es einfach mal selber aus und ladet es euch runter. Es macht einen Höllenspaß, das kleine Männchen durch die Level zu steuern und den Gefahren auszuweichen. Kann aber im späteren Spielverlauf sehr frustrierend sein, da die Level doch sehr knackig sind. Ich kann N wirklich jedem empfehlen, der gerne Jump'n'Run spielt oder auf der Suche nach einer etwas größeren Herausforderung ist. Außerdem ist N ein gutes Spiel, um eine kleine Pause auszunutzen. Ich hoffe, die neue Rubrik gefällt euch. Bis zum nächsten Mal, euer Skazan.